Hallo Klickenabendler, wir sind Essen auf der Spiel 2024 beim Schmidt Spiele Verlag. Neben mir ist der Willi. Hallo Willi. Hi. Wir haben ein weiteres Kartenspiel, diesmal für die Kleineren. Na, hier steht nämlich Stau vorm Bau und ich würde tippen, dass es ein Kinderkartenspiel ist, wenn hier ab 5 Jahren draufsteht. Es ist ein Familienkartenspiel. So. Geht um Ameisen anscheinend. Jawohl, und zwar die Geschichte, die Ameisenkönigin hat Geburtstag und hat natürlich jede Menge Musikanten. Und die Musikanten stehen jetzt vorm Bau und möchten gerne rein. Das heißt also, wir versuchen, Karten anzulegen, möglichst mit dem gleichen Musikanten, damit wir Siegpunkte machen. Oder wenn das nicht funktioniert, wenigstens die gleiche Farbe, damit der andere Spieler keinen Vorteil davon hat. Okay. Was passiert? Eine Karte liegt in der Mitte und wenn ich dran bin, ziehe ich erst eine Karte und kann jetzt diese Karte anlegen. Ist es die gleiche Farbe, passiert nichts. Der nächste Spieler ist dran, zieht eine Karte und ich nehme jetzt einfach mal, ich gebe dir jetzt mal eine. Wenn du die jetzt anlegst, es muss nicht die gelbe sein, wäre es das gleiche Instrument. Es ist eine 2 drauf, das heißt, du bekommst diese beiden Karten als Gewinnpunkte. Also wir haben hier mit der blauen quasi gegangen. Mit der blauen wird es genauso, da würdest du 3 kriegen, aber es sind keine 3 da, es muss immer eine liegen bleiben, das heißt, du würdest nur 2 kriegen. Mhm. Und wenn es der Fall sein sollte, dass ich weder die gleiche Farbe noch das gleiche Instrument ablege, zum Beispiel so, dann würde der Vorgänger von mir jetzt 2 Punkte als Gewinnpunkte bekommen, weil ich halt ganz einfach es nicht passend angelegt habe. Das ist Stau vom Bau. Die Dirigenten machen nur die Reihe länger. Das heißt, wenn ich einen Dirigenten ziehe, wird er einfach an diese Stelle gelegt und macht die Reihe in dem Moment etwas länger. Die haben keine andere Funktion. Okay. Einfaches Spiel, wo man reinwachsen kann. Stau vom Bau. Ja. Ab 5 Jahren. Schöne Grafik. Schöne Grafik, Instrumente und Ameisen. Ja.